Willkommen zurück bei Let's Play Starbound. Und wie ihr vielleicht gerade bemerkt, sind hier ein paar Dinge anders. Und für die, die den Livestream jetzt nicht mitbekommen haben, wir haben einen Livestream gemacht, wo wir jetzt halt ein bisschen weitergezockt haben auf Twitch, ja. Ja, wir haben Twitch. Und hier könnt ihr euch kurz nach meinem Inventar ansehen. Ich habe auch noch einen Knast gefunden, etc. Bin im Moment die Fee des Todes mit dem Starschwert hier. Und habe auch eine neue Knarre gefunden, also nicht wundern, falls jetzt irgendwas etwas anders war. Das hat sich alles auf dem Livestream ergeben. Und sind auch auf einem anderen Planeten, auf dem wir gleich mal runtergehen. Ja, und ich habe auch einige neue Waffen. Genau. Okay, ich gehe rechts lang. Das Ding jetzt sieht bei eben 28 DPS im Moment. Jo. Ja, schon bin ich fast wieder tot gegen diesen Mist. Und für die, die es wissen wollen, bald kommt ein Saints Row Let's Play, Bitches. Und Crisis. Das Starschwert, das ist richtig nice. Ey, hier haben wir aber auch keine große Schwerkraft, das ist... Die zieht zu sehr nach unten. Oder vielleicht doch Bioshock Infinite. Ja. Mal gucken. Wow, kommt von da oben so ein Kackhuhnvogel. Ich bin tot. Ja. Fängt ja wieder mal gut an hier. Ja. Ah, aber komm, jedes Let's Play muss mit einem Tod des Helden anfangen. Nein. Ach ja, und übrigens, freut euch schon mal auf Let's Play Dead Space 3 Together. Junge. Was? Junge, was sind das für komische Viecher? Die pusten einen immer weg. Ja, ja, ach, die gibt's aber schon, die gibt's überall, das sind Erdbändiger. Dead Space 3 wird noch dauern. Ja, ja, aber freut euch schon mal drauf, ich freue mich auch, ich bin ganz gespannt darauf. Der Dave wird es zwischendurch auch mal irgendwann mal kurz anzocken, ich aber nicht, ich will mir die Vorfreude gönnen. Ich werde nicht anzocken, ich werde es durchspielen. Ja, ja, das meinte ich damit. Wow, ich stütze gerade alles im Sand ein ab und ich kämpfe währenddessen gegen zwei Viecher. Wieder da, wo dieser blöde Anker ist. Man denkt, jetzt kommt irgendwas Geiles nach, oder dieser scheiß Anker. Wow, was ist das hier? Aber Let's Play so lange, vielleicht dauert es ja doch nicht allzu lange. Ja, ja, also nach dem Saints Row Let's Play könnten wir eigentlich, ja. Vielleicht nach Crisis dann Bioshock Infinite aufnehmen. Mach. Also könnt ihr bald auch schon mal was anderes erwarten, als die ganze Zeit nur Starbound und DayZ auf unserem Kanal. Aber hier ist Kohle. Crisis wird vermutlich schon früher erscheinen als dieser Part hier, genauso wie Saints Row, würde ich mal an, oder? Keine Ahnung, also ich meine, das ist der zweite Part, den ich dann jetzt auf dem Rechner habe. Part 37 habe ich noch da. Und den hier. Ja, ich werde vielleicht schon morgen den ersten Crisis-Part hochladen. Vielleicht dafür aber kein DLC, also ich... Ja, ja, und ich werde morgen den ersten Saints Row Part hochladen. Ich werde so machen, dass ich dann vielleicht alle zwei, also einen Tag DLC und einen Tag Crisis, je nachdem wie ich Lust und Zeit habe, auch... Ja, ja, also ich werde, wenn es geht, immer eine Folge Starbound hochladen, dann eine Folge Saints Row und so weiter. Ja, ich auch, sonst macht es eben so einen Tag. Irgendwie einen Tag. Ist. Junge, so. Ich hasse diese scheiß Vögel, die diese rote Sache, diese rote Scheiße kotzen. Kennst du die? Ja, ja, das ist mega. Mega abartig. Junge, das sind jetzt zwei von den Wichsern. Beide weggehauen. Hast du den Timer gestellt? Ja, klar. Ich bin ja nicht du. Beide Viecher aus der Luft gefischt. Kommst du eigentlich diesen Donnerstag wieder, nachdem ich nachholt habe? Ja, klar. Ich würde es schon sagen. Was Kohle? Nimm die Kohle mit, wenn du Kohle siehst, ist wichtig. Ja, ja, mach ich. Das ist keine Kohle, oder? Oder ist das doch Kohle? Nein, das ist keine Kohle. So, hier haben wir auch noch ein paar. Wie Kohle habe ich denn überhaupt? Kreaturen. Da haben wir noch was Gold, das nehme ich auch mal mit. Ist gut, wenn man seine Waffen reparieren will. Ach ja, und ich habe eine rote Taschenlampe. Wir werden bald fliegen können, ich habe 207 Kohle.
Nice. Mhm. Hey, ein Pilzmädchen. Mhm. Oh, dann kommt da so ein Wichser und schießt da mit seinem scheiß Flammenwerfer auf mich. Junge. Ich hab Pilzmädchen. Ach ja, und falls ihr wisst, wie man Tiere dressiert, also eher gesagt auch Hunde etc., schreibt es doch mal bitte in die Kommentare. Weil wir haben beide schon mehrfach Hunde getroffen und nur wussten nicht, wie wir die dressieren können etc. und haben sie deswegen schließlich getötet. Ich hab sie eigentlich mal aus Versehen getötet. Ja, ja, ich auch. Einmal habe ich einen aus Versehen mit einem Molotow verbrannt. Ich habe noch 6 Bomben in den Inventar, so muss ich. Ich habe auch noch ein paar. Ich habe noch immer noch 2 Molotows. Molotows. Und übrigens hatte Dave dieses schnelle nach vorne laufen. Als Fähigkeit ist neu, außer dem Pulse Jump, also dem hier. Also ich habe aber allgemein viele neue Sachen gefunden, auch sehr viele neue Schwerter und mein jetziges sieht man eben 28 DPS. Ja, ja, mein jetziges ist einfach mega episch, finde ich. Aber zieht weniger. Aber egal, das ist mega geil. Ja. Tschüss. Okay. Boah, ich bin so gespannt auf der Team, ne? Ja, ja, ich auch. Ich hätte gerne eine Shotgun hier. Das wäre richtig nice. Und so mit einer Shotgun. Ich hätte gerne die aktuelle Schrot bei der 7. Also da hat es halt letztes Mal schon einen Rotpunktvisier für eine der neuen Knarren gefunden. Ne? Nice, die haben jetzt auch Rotpunktvisiere. Ja. Und das eine von denen, die heißt glaube ich FVX45 oder so. Also nicht FNX, sondern sieht so ähnlich aus. Nein! Au! Aber da ist infektisiert drauf. Nice, hier haben wir noch ein bisschen Kohle. Ach ja, und du musst mir noch mal einen Diamantohr geben. Oh, da unten ist der Hund. Ich bin jetzt bei diesem Pilzteil, wo unten der Hund drin war. Oh. Also, falls ihr wisst, wie das geht, ich bin offen für alles. Soll ich jetzt den Hund töten? Ich kann nicht. Ich kann ihn nicht durch meine Hand töten. Also werfe ich eine Bombe drauf. Ja. Ist nicht wirklich viel anders. Scheiße. Ich habe erstmal volle Kanne daneben geworfen. So, jetzt ist der Hund tot. Bless me. Oder. Oh, da haben wir noch eine Truhe. Weggesnatchelt. Bin gerade schön weit. So muss es. Oh, was haben wir denn hier? Ah, noch ein Apfelkuchen. Hey, irgendein Samen. Kohle und Kohle. Was ist das denn für eine Wumme? Hm, nee, lass ich mal drin. Bald lieber meinen Star Sword. Das ist eine Waffenbombe. Oh, und da haben wir noch Kohle. Hello. Was? Die mit meiner Sammlung. Nein, danke, dann ist mein Inventar schon wieder so voll. Ja, dann schmeiß mal Sachen weg, weil es ist doch relativ okay, so halb voll. Noch ein Pilzdorf und da leben sogar die Leute. Oh, bei mir kommen auch gerade Pilzmännchen. Ich werfe jetzt eine Bombe in die rein. Die kämpfen gegen unseren Typ, ich werfe auch einen Typ. Also, nein. Darf ich so von dem Bombe hier rein? Boom, boom. Der erste ist down. Der zweite auch. Junge, wird er so gerade schlagen, erledige ich den.
Ich hab den Pilzmann kurz hier mit einer Bombe erledigt. Er trifft mich fast nicht. Ich bringe mal so einen richtigen Weg zurück. Das muss so sein. Ein Hund. Ich hatte hier auch gerade einen. Ich hatte. Boah, scheiße. Nein, oh. Ja. Geronimo. Ach ja, und hier kann es auch Sandstürme geben, also besser auf der Hut sein. Und hier könnt ihr auch mal die rote Taschenlampe genießen, die ist episch. Oh! Leck mich. Ja, wie viele Dirtblocks ich habe. Lila, grün, rot. Ja, die habe ich schon alle rausgekickt. Okay, ist ja, mach ich nicht, weil... Die meisten jedenfalls. Das macht nicht unbedingt Sinn. Greifen die an? Nein. Aber das wieder umgreifen! Oh, jetzt sind die alle hinter mir her. So. Wow, womit schießt der denn da bitte schön? Kriegt mich nie, ihr Schweine. Junge, der schießt mit abartigen Blitzen. Ich bin tot. Junge. Komm mal auf mein Schiff. Nein, Junge, ich bin mal wieder tot. Oh. Klar, ich bin sofort gekommen, jetzt komme ich auf dem Schiff. Beats. Ey, ist ein Schiff. Ich guck mal kurz, was der Tank macht. 74 Fuel. Ich tue mal meine 54 Kohlestücke da rein, so. Und mal gucken, wir sind da. Könnten wir denn jetzt hier hin, zum Beispiel? Ja. Oder... Truhe, ist ja ein Copper-Bars. Dahin? Nee, ich glaube nicht, oder? Doch. Ein Hammer. Oder dahin? Wurfmesser, also ein Wurfmesser gut. Naja, damit kannst du werfen, also nicht so gut. Hallo Männchen, wie geht's? Moon, Forest, Moon. Wenn man sich vor das Hündchen stellt, bleibt er stehen, ne? Ja, ja. Nee, doch nicht. Dann bringe ich's halt um. Können wir wenigstens hier hinfliegen? Nein. Wir brauchen definitiv noch mehr Kohle. Oh, das ist... Und ich bin tot. Schießt irgend so ein blödes Vieh mit Blitzen auf mich. Ja, ja, das war das Vieh bei mir, war bei mir gerade auch. Fliegst du mal auf einer Ich hab einen Holoplan vom Todesstern in der Kiste. Sieh dir mal an. Der dritte von ganz unten. Hier in der Kiste, da. In dem Teil hier. Ja, ich sehe, jetzt hab ich auch. Hammer. Gehabt. Richtig nice. Da hab ich da übrigens eingelegt, ne? Ja, ja. Also ich tu mal hier Kohle. Gib mir jetzt den einen Diamond Ore. Ich füge die ganze Kohle mal bei dir rein, ne? Ja. Boah, 624 Fuel, das fliegt mal irgendwo in ein neues Sonnensystem. Mach ich, warte. Mach du so lange mal bitte einen Ofen. Du kannst ja nicht. Nur ich kann ja mit dem Schiff dann fliegen. Mach mal so lange bitte einen Ofen. Wieso einen Ofen? Dann kann ich mir meine Diamantspitzhacke machen. Ja, dann brauche ich erstmal eine Bergbahn. Dann mach mal beides. Geh einfach auf mein Schiff, da ist es. Ja, okay, warte. Davor suche ich noch einen guten Planeten raus. Nee. Moon, Moon, Snow, riesiger Snow. Nicht auf Snow, geh am besten irgendwie auf einen mit Wald oder so. Das sind oft Alien-Tempo. Ja, ja. Ich will einen mit Forest oder Jungle. Wie wär's mit Jungle?
Und das war der Timer. Also danke fürs Zuschauen für diese Folge. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und da entscheiden wir, wo es dann weitergeht. Danke, dass ihr dabei wart. Ciao, Leute.